Bei mir ist jetzt der Steve Erling. Er ist Verantwortlicher für den Lauf- und Breitensport beim CFC Germania und Mitverantwortlicher für den 13. Köthener Citylauf. Wann findet der denn statt? Der 13. Köthener Citylauf findet statt am 8.6.2018, wie gewohnt auf dem Marktplatz in Köthen. Super. Wer kann denn da jetzt alles teilnehmen? Teilnehmen können Kinder und Jugendliche sowie Erwachsene aller Altersklassen. Natürlich muss man schauen, je nachdem, in welchem Alter befinde ich mich, habe ich natürlich auch Vorgaben über Distanzen vom Bambini-Lauf, einmal um die Marktkirche bis hin zum 10-Kilometer-Lauf, dann für die Erwachsenen. Okay. Wenn ich jetzt mitmachen möchte, was erwartet mich dann? Mich erwartet zum einen buntes Rahmenprogramm. Unter anderem haben wir hier eine Hüpfburg. Wir werden auch einen Infostand der Helios-Klinik haben zum Thema Herzwochen, also Herzgesundheit. Natürlich haben wir auch Speisen und Getränke vor Ort. Und das Hauptanliegen ist natürlich, dass alle, die da sind, dann auch auf der Strecke sind und den Lauf genießen. Für alle, die den Lauf schon kennen, was gibt es denn Neues in diesem Jahr? In diesem Jahr sind die Neuerungen zum einen, dass wir Kitas im Vorfeld angeschrieben haben, um Training für die Kitas zu ermöglichen im Stadion an der Rüstsambreite nach Absprache mit uns. Und zusätzlich werden wir dann für die erwachsenen Läuferinnen und Läufer, die sich am Lauf beteiligt haben, noch 30 Flaschen Sekt verlosen nach einem Zufallsprinzip, um hier nochmal den einen oder anderen das Ganze schmackhafter zu machen. Abschließend vielleicht noch, was versprechen Sie sich von dem diesjährigen Citylauf? Ich hoffe, dass wir wieder die Teilnehmerzahlen der letzten Jahre erreichen, vielleicht sogar toppen können, dass die Leute Spaß haben, dass wir natürlich schönes Wetter haben und dass wir dann in Vorbereitung auf das nächste Jahr natürlich hier wieder einen guten Grundstein legen.